Genau, es ist Quellwasser. Quellwasser von Mr. Wodka. Gorbatsch, von Mr. Kopf. Ach, wir Hunger. Ja, nehmt euch in Acht, ihr. Ha! Glaubt ihr, fürchtet euch? Ich fürchte mich vor euch. Ich kann die Eulmaus Spaßtollerei herbeirufen, weil ich es kann. Weil ich es wieder kann. Göttergabe. Komm, machen wir den Aura. Was soll der Geiz? Hau raus, das soll. Bin sowieso nahezu unbesiegbar. Das sag ich mir, weil es geht auch immer, dann sterbe ich. Ich sehe parallel. Du 10, Wucht, Wasser, Schwäche, Klinge, Feuer. Geheimangriff, unglaublich nervtötend. Nehmt ihr immer noch? Gut, warum habe ich das überhaupt abgefragt? Das wusste ich doch eh schon. Weil ich es kann. Noch ein paar Erfahrungspunkte. Nehme ich immer. Es geht noch ein Schluck aus meinem geheimen Brunnen trinken. Der ist voll geheim im Sumpf und so. Da kommt niemand drauf. Ja, jetzt ist die Quelle auch alle, ne? Ich schon, komm, das ist noch passiert. Ist nur eine Blase, die blubbert. Eine Blubberblase sozusagen. Blub, die Blase. Oh. Heil ist der Brunnen auch Gift? Find das einfach mal raus. Nö, der hat kein Gift. Merke, speichern, bevor man irgendwelche giftigen Dinge springt. Allgemein speichern. Viel und oft. Scheiße ist nur, wenn man nur einen einen Spielspeicherstand haben kann. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Dann hat man echte Probleme. Ich bin schon Haus. Och, ich warte noch ein wenig, ist gerade so gemütlich. Wie? Der ist auch wieder da? Den habe ich doch vorhin erst getötet. Warum können diese Untoten nicht tot bleiben? Komm, ich mache die noch viel untoterer da. Super. War klar, dass da jetzt von beiden was dabei ist. Ja, ihr habt es natürlich wieder ewig drauf. Und er lebt noch. Das ist jetzt ungünstig. Das könnte jetzt Gisels Tod bedeuten. Das könnte jetzt durchaus passieren. Nö, alles gut. Alles in Ordnung. Okay, vielleicht auch nicht. Ah, ich habe ja Wuchtwaffe. Toll. Oh, sie hat auch Stufe 10 erreicht. Aber wann hat Dings das gelernt? Habe ich gar nicht mitbekommen. Vor allem, weil es hier auch überhaupt nicht angezeigt wird. Hat er wieder so ein Geheimnis so, ne? Ohne mir was zu erzählen. Der alte Hund. Okay, dann kann ich ja wieder zurücksegeln. Zurücksegeln, ja. Wir sind raus, der Moor! Und der Notwesen entschlüpft! Darum dürfte auch keiner mehr übrig sein! Ihr konntet gar nicht so viel im Moor versenken, wie wir erschlugen! Eine interessante Theorie, erwählt er. Das Dunkle kann nur von dem Besitzer greifen, was vorhanden ist. Hoffentlich, Jungchen! Hoffentlich! Ist da noch irgendwas? Wow! Ja, komm, nehme ich auch noch mit. Wie komme ich da drüben ran? Stört mich, dass ich diesen Sack nicht mitnehmen kann.
Oh, da brauchst du Indiana Jones Peitsche, da kommst du ran mit. Psch. Die ist aber erst in die finalen Version eingebunden. Idiot. Komm hier vielleicht rein? Nö. Ich hätte es vielleicht vorlesen können, weil es ein anderer Text ist. Halt, bleib zurück! Ist endlich Hilfe gekommen, Mailand? Tagkämpfe, Armee! Armee wirst du nicht finden! Wir haben euer Morden ordentlich ausgeschüttet! Aufschneider. Ja. Gern geschehen! Das war das einzige Haus, das ich noch konnte, oder? Nee, Moment. Ich sagte, pack deine Fremden und geh! Und dann war es in der Welle, pack! Ja, der Dampfer hat mich toll überschüttet, wenn ich dort die Sümpfe gereicht hätte! Ein guter Mann wäre, gibt Geleber so knurrig wie ein Baum. Könnte es ganz gut hierher passen. Keine Beleidigung, Küken! Ich hab dir schließlich mit einer Eule geholfen! Darauf kann ich nicht mehr, weil ich kann keine Leiter mehr aufstellen. Die ist ganz schön schwer. Die ist aus Blei. Ach nee, jetzt willst du wieder das brave Haustier, hm? Ohne Schlinge kommst du wieder noch bei mir durch. Was du mich noch einmal ausbüchst. Bleib stets bei meinem Haus und wir sind verbunden. Bla bla bla. Hat das Haus was Neues zu erzählen? Meine Begleitung, der Tier ist wieder in meinem Holz angelangt. Ich werde darauf achten, dass es nicht wieder entfleucht. Das will ich auch gerade nach dem Haus. Du warst sehr umgezogen. Böses Haus. Verzeih, Herrin. Es wird kein nächstes Mal ergeben. Dafür bürge ich mit Holz und Ader. Vertraue deinen Kräften, Haus. Haus war böse. Haus war umgezogen. Es muss jetzt bestraft werden. Ja, lass uns schnell weitergehen. Ist da vielleicht noch irgendwas? Nö, da ist schon alles. Zwar unten auch noch wegen Spaß wahrscheinlich. Boah, sieht so aus. So. Wir könnten noch mal ganz nach drüben schauen. Hier ist immer noch nichts. Doch ein neuer Frosch. Ja, yeah, ich habe zwei Schenkel hier. Grausame Hinrichtung Tiere von Tieren. Ist da irgendwas? Nö. Wer never judged any boat auf dem Grund. Das Fangviertel meiner nächsten Verfahren geht so dank an den Gott. Wehe, du scheißt deine Fische in den Brunnen, Gerolf. Na, wie soll ich denn sonst aufhören? Etwas Fische wieder ins Meer werfen? Da brauchst du dich gar nicht erst. Meine Güte, ist das wieder kompliziert. Ach, ich nehm's auch mit. Das soll ein großer Fisch sein! So groß wie meiner, den ich! Was ist das hinten? Lass uns das mal ansehen! Das ist ja dasselbe. Getrocknet sind sie langhaltbar und taugen zudem als Zelthalterung. Hä? Ich kann Fische als Zelthalterung benutzen? Das will ich sehen! Okay, hier. Pff. Gut, in anderen Spielen werden. Ist sowas wahrscheinlich eine Waffe, ne? Ich habe einen tödlichen Fisch in der Hand. Das ist fast so schlimm wie, keine Ahnung, ein Regenschirm, mit dem eine blutige Schneise des Verderbens durch die Reihen seiner Feinde. Apropos Feinde, was habe ich für Waffen ausgerüstet? Das merkst du dann schon. Oh, sogar die richtigen. Merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Okay. Komm, ich brauch ihn. Was muss ich hier mit ihr machen? Nö. Keine Ahnung. Dinge. Krieg ich jetzt den, was soll ich nochmal benutzen? Zauberkeim. Der kam weg auf das schüttelte Tor. Beim Güldnen. Quetscht das Tor schon ordentlich, schön ordentlich durch.
Das ist das nicht. Das Tor gibt sich geschlagen. Tja. Offen! Der Weg ist endlich frei! Der heilige Zug gelangt an sein Ziel. Und dann besondere Waffen! Darauf freue ich mich schon seit langem! Ich will ein Problem! Ein großes Problem! Eine große Kraft. Ich habe sie schon einmal gespürt. Die Mine! Der Zauberer! Schön, dass er noch an mich erinnert. Brunn! Es ist gerade ein Schattenrahmen! Ich sagte dir doch schon, dass ich ihn weder kontrollieren will noch kann. Lass jetzt nicht die Zeit für keine Trotzköpfchen, Junge! Trotzköpfchen, ja doch. Wenn ihr der Wähler sagt! Warum müssen die Bösen immer so irre lachen? Das ist voll verwirrt, naja. Dieses Lachen ist schon gemeingefährlich! Einmal habt ihr mich überrascht können, Gewürm, und jetzt seid ihr im Begriff, schon wieder lästig zu fallen. Ich denke, ich muss gerade erst erwähnen, was ich dagegen so tun gedenke. Triebvolle Überheblichkeit, ein wahrscheinlicher Zauberer, wie ihn die Legenden überliefern. Ach, kleines Häckchen, warum hältst du nicht einfach den Mund und hast richtige Zauberei? So etwas beispielsweise, so etwas. Boah, er kann einen Stein hochheben, das kann ich auch. Oh, er kann den Köpfe andere Leute werfen, das kann ich auch. Was soll ich an das Beherrschung des Landes? Das Kleine, was eine Hexe kann, eine Zausel. Guck mal, ich kann einen noch größeren Stein holen. Lass dir ein bisschen Kraft nicht zu Kopf steigen. Ihr kannst ihn aber in der Oberfläche. Lass dir was zeigen, dass es da Tiefe schöpft. Eine Schöpfkelle. Oh, er kann einen noch größeren Stein als den Stein davor hochheben. Dieses Mal bin ich lieber gründlich. Oh, er kann einen Kopf hochheben. Wie beeindruckend. Das ist doch. Wer reißt mein majestätischer Rest aus ihrer ehrwürdigen Ruhe? Schweig, Stein, und beuge dich meiner Macht. Rakazok, verbliebener Meister. Sieh, was man mir dir antut. Oh, so bist du also geschöpft, dieses Narren! Wieso erlaubst du dir, mein Meister haucht mir den Willen ein? Er war groß und geachtet. Wer hingegen bist du? Ich bin ein Adept des alten Weges und keineswegs so närrisch wie ein Erschaffer. Er gab seinen Namen preis, seinen Namen. Kein Wunder, dass die Macht über ihn waren. Was alles Geschwätz über alle Zeiten? Erklär lieber, was du von uns willst, Zauberer! Geschwätz, du sagst es, Wurm. Zeit ist zu Ende. Yeah. Ich kann es nicht abbrechen. Haha, nehmen wir nur einen Spaß. Der muss jetzt zu Ende. Wie ist zu Ende? Hexerei? Ketzer? Verbrennt ihn! Verbrennt ihn! Yeah. Wie schon durch? Dann muss ich jetzt ein neues Projekt an. Better ist der Busch, Grokok, Kettos, Qualnuki, Vendigo, Deluxono, Handschuh, Minions, Zusatzgrafiken, Refmap, Dafias. Das Pop ist natürlich 2 Stunden, ja, ist klar. Musik, Atelier Nunta und das liebe Netz. Das liebe Netz? Komischer Benutzername. Was? Nicht mein Danke fürs Spiel? Ist ja mistig. Ich glaube, die Demo ist jetzt zu Ende. Ja. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen länger aufnehmen. Also die Demo ist jetzt echt schlecht getimed, ne? Oh Gott. Egal, bin ich ja doch noch vor Decent durch. Also bevor ich mit Decent durch bin, hier mit durch. Ich habe gedacht, wir können auch bis zu den Waffen spielen oder so. Zu den Überwaffen, ihr dem Masterschwert. Warum auch immer ein Masterschwert? Egal. Ja, das war die Demo von Wolfenheim. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also das Let's Play, nicht das Spiel. Ne? Das Spiel gefällt einem automatisch. Schönes Spiel. Ja, was gibt's zu sagen? Ja, schönes Spiel.
glaube, das habe ich schon mal erwähnt, dass das ein schönes Spiel ist. Also mir gefällt der Humor, wie immer. Ja, was soll man zu sagen? Schöne Texte, gute Story, angemessener Schwierigkeitsgrad und kein endloses Leveln wie in manch anderen Spielen, den Namen ich jetzt mal nicht erwähne. Diablo! Ja, mir gefällt sowas. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Projekt und ja. Das war's für heute jetzt. Auf Wiedersehen!